Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal darum, was ihr machen könnt, wenn Wellensittiche Angst vor Spielzeug haben. Das ist leider oft bei neuen Spielzeugen so, gerade wenn diese zum Beispiel bunt sind, so wie dieses Spielzeug hier. Meine Wellensittiche hatten anfangs auch etwas Respekt vor diesem Spielzeug. Grundsätzlich kann ich euch aber schon mal sagen, wenn eure Wellensittiche im Moment noch Angst haben vor neuem Spielzeug, gerade vor bunten Dingen, sobald sie eigentlich so mal zwei, drei akzeptiert haben, haben sie dann auch vor neuen meistens keine Angst mehr. Das ist nur ganz am Anfang, wenn es für die Wellensittiche noch wirklich sehr neu ist. Und generell müsst ihr auch natürlich immer sehen, dass das Spielzeug echt extrem groß ist im Vergleich zu den Wellensittichen und das ist für sie oft auch eine Art Bedrohung ist. Es ist natürlich fremd, gerade wenn ihr es zum Beispiel gleich in den Käfig oder in die Voliere hängt, ist es direkt da. Wenn ihr das Spielzeug in den Käfig oder in die Voliere hängt und die Wellensittiche wirklich Angst davor haben, dann solltet ihr es wirklich wieder herausnehmen und es lieber im Freiflug anbringen. Und wenn die Wellensittiche sich da nicht hintrauen oder gar kein Interesse am Spielzeug haben, dann versucht sie doch mal, wenn eure Wellensittiche zum Beispiel zahm sind, mit ein bisschen Hirse an das Spielzeug heranzulocken. Dafür nehmt ihr euch dann einfach ein bisschen Hirse, geht zu euren Wellensittichen hin, mal gucken, wer Lust hat. Und dann könnt ihr sie ganz langsam und vorsichtig mal an die Spielzeuge heranbewegen. Wirklich schön langsam. Wenn die Wellensittiche Angst haben oder zurückweichen, dann geht einfach noch mal ein bisschen zurück. Wenn sie sich aber jetzt so wie jetzt unauffällig, sage ich mal, verhalten, dann könnt ihr auch ruhig noch etwas näher an die Spielzeuge herangehen. Und wenn das schon ganz gut klappt, dann könnt ihr auch die Hirse am Spielzeug direkt befestigen und hoffen, dass die Wellensittiche dann ein größeres Interesse an den Spielzeugen bekommen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so an das Spielzeug herangeht, und wenn eure Wellensittiche beispielsweise nicht zahm sind, könnt ihr es auch mal anders versuchen, indem ihr zum Beispiel Grünzeug oder so, wie zum Beispiel frische Äste oder so, an das Spielzeug heranbindet, drumherum macht. Denn so wird ein bisschen die Angst genommen, wenn sie zum Beispiel Angst haben vor der Farbe und dann alles grün ist, dann haben sie nicht so arg Angst. Und meine Wellensittiche zum Beispiel lieben Grünzeug und gehen dann sehr gerne an neue Dinge ran und trauen sich auch. Und ihr werdet sehen, wenn sich die Wellensittiche mal bei zwei, drei Spielzeugen überwunden haben, werden neue Spielzeuge in der Zukunft meistens auch viel schneller und besser angenommen von den Wellensittichen. Und meistens ist es auch so, dass wenn sich ein oder zwei Wellensittiche trauen, dann rücken die anderen langsam nach, dass sie meistens sehr eifersüchtig sind und auch sehr neugierig sind. Und Wellensittiche sind ja sehr neugierige Vögel, deswegen interessieren sie sich eigentlich schon fürs Spielzeug, aber die Angst überwiegt halt. Aber wie gesagt, wenn ihr das Spielzeug einfach lange in den Wellensittichen ihre Nähe lässt, wie gesagt, Futter und sonstiges in die Nähe stellt, dann gehen sie meistens auch hin. Oder wie gesagt, einfach frische Blätter oder so. Und wenn das Spielzeug zum Beispiel immer an einem Ort hängt und die Wellensittiche da einfach nie sind, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, dass die Wellensittiche da nicht hingehen. Also angenommen, ich bringe das neue Spielzeug hier an und hier ist aber gar nichts für meine Wellensittiche. Also sagt keinen Ast. Und generell halten sie sich auch dort nicht auf, dann werden sie da auch garantiert nicht zum neuen Spielzeug hingehen. Wenn ich das Spielzeug aber zum Beispiel hier oben hinhänge, das hier ist ein Ast, wo sie sich sehr gerne drauf aufhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass die Wellensittiche beim Spielzeug sein werden. Dasselbe gilt für diesen Bereich hier, denn in dem Bereich halten sich meine Wellensittiche halt sehr gerne auf. Wenn da ein neues Spielzeug hängt oder hier, dann sind sie halt auch gleich da. Also ihr solltet das Spielzeug natürlich auch dahin hängen, wo eure Wellensittiche sind. Vielleicht auch einfach an ihren Lieblingsort, denn wenn sie an ihren Lieblingsort wollen, dann müssen sie auch zum Spielzeug. Und wenn die Wellensittiche das Spielzeug trotzdem nicht annehmen, dann könnt ihr auch einfach immer wieder den Platz des Spielzeugs ändern, denn dann wird es immer wieder neu interessant für die Vögel. Und das gilt auch generell bei Spielzeugen. Ihr könnt wirklich das Spielzeug, das jetzt einmal hier hing, dann auch wieder da hinten anbringen, dann in die Voliere, also immer wieder anders. Ja, Leute, das war es an dieser Stelle auch mit dem Video.
Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es euch helfen konnte. Probiert es einfach mal. Also bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.